Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Allison-19 auf der Hasefeld 2K19 im Bio-Projekt zusammen mit dem McManus. Hi Leute! So, es geht weiter. Kalk läuft wieder, das ist gut. Der Gülletank steht hier mitten auf dem Feld. Das ist nicht so gut. Ja, den wollte ich da eigentlich stehen lassen, weil der immer so schnell leer ist. So. Aber ist ja ein Feldtank von Tena, ne? Du siehst an? Ich sehe an, ja. Ja, der sagt ja der Name schon, ne? Feldrand, ja? Und nicht Auffeldcontainer. Der würde der Auffeldcontainer heißen sonst. Aber das ist ja ein Feldrandcontainer. Macht der das Unkraut gleich weg? Also, war ja direkt Saat, ne? Der macht Unkraut direkt weg. Jetzt? Ach, jetzt hat er hier gar nicht gedüngt, die Bahn hier. Wen hat er nicht gedüngt? Wer, wo, was, wie? Da fährt hier ein dickes Vorgewende. Jetzt zieht dich durch bis hinterher, ja. Das macht aber nichts, du kannst durchsehen. Nee, kannst du nicht. Warte mal, das ist doof. Warte. Uno momento. Weil ich unter so viel Platz lässt hier hinten. So ein Blödsinn. So. Nee, die Scheiße nochmal schön drauf hier, die Bio-Kacke, ne? Richtig schön verteilen hier auf dem Feld. Bio-Kecker ist immer gut, gern gesehen. Das freut die Anwohner, die direkten Nachbarn. Wenn richtig schön mit Scheiße gedüngt wird. Ja, aber wer Bio will, der muss auch, ne, der muss auch mal solche Sachen dann da hinnehmen. Ja, das ist nämlich immer so, dass alle wollen Bio, aber wenn dann die Scheiße aufs Feld sprüht, die Bio-Kacke, hier, das will, den Geruch will immer keiner, ne? Das stinkt ja dann. Das ist wohl, ja. Ja. Was sollen denn wir als Biobauern, was sollen wir da sagen? Wir den ganzen Tag den Geruch da ausgesetzt sind. Wir kommen nach Hause und riechen, als hätte man in der Klärgrube gebaden. Den ganzen Tag. Ja, auch nicht gerade schön, ja, wollte ich nur mal so sagen. Das harte Leben des Biobauern. Das ist so. Ja, es ist wirklich so. Da machst du nichts. Nee, kann ich auch nicht mehr drüber lachen. Da beginnt auch einfach mal der Ernst des Lebens. Hier. Immer Bio, 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 ja. Aber da gehört auch ein bisschen was dazu, Freunde. Kommt nicht einmal. Die denken immer, man setzt sich an den Computer, ne? Und zack, hast du das Bio, ins Bio-Würstchen im Laden hier. Ja, am Computer da ein bisschen rumgeklickt hier an der Maus und dann ist das Würstchen fertig im Bioladen. Oder das Bio-Brot. Nee, jetzt, Leute, so einfach geht das nicht. Da musst du schon mal ein bisschen hier, ja, gehört mehr dazu. Aber das kannst du erzählen, wenn du willst, ne? Das ist ja hier, das kannst du ja vergessen. Glaubt ja nie jemand. Ach, kannst du knicken. Die anderen arbeiten ja auch immer am meisten. Weißt du? Die arbeiten immer am meisten, ja. Schlimm. Schlimm. Ja, schön, wenn die ganze Breite hier so, ja, mit der Anseherei. So, der maximale Ertrag. Oh, schon wieder voll. Das ist schön. Ja, aber so sieht's aus. Da tut einem keiner mal was Gutes. Deswegen habe ich ja immer von CD Wasserlilie im Handschuhfach. Ne? Das Spray, also das Deo. Ja. Kennst du ja Wasserlilie von CD? Nee. Ja, riecht mal. No. Ich habe Ex, Alter. Ex Gold natürlich. Ja, du hast Excel Swice vielleicht. Was denn? Oder kennst du das neue Excel Geruch? Nee. Nee. Das von Excel, den YouTuber. Ja. Den seine Duftnote. Ja, das musst du aber nicht haben, du. Nee, wenn ich damit einschmuse, riechst du Alkohol mit Würstchen. Mit etwas dezenter Schweiß, mit etwas dezenten Schweißgeruch. So, dann ziehen wir mal hier einfach die drei Bahnen, dass das Vorgewende hier weg ist, dass ich sie dann da durchziehen kann. Hast du heute mal ein wunderschönes Video angeschaut? Ach,
Was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Quark-Spiel? Scheiße, 8 Euro bei Steam. Muss er machen? Du musst Beweise sammeln, damit der Hitler ins Knast geht. Achso, da wohnt der Hitler neben dir und du musst Beweise sammeln, dass er abgeführt wird. Genau, ja. Und der ist, der darf dich nicht finden. Ja, genau. Entdecken. Ja. Im Multiplayer? Nee, leider nicht. Boah, das wäre der Shit, Alter. Das wäre echt der Shit, ja, habe ich zuerst geguckt, Multiplayer. Okay. So, der Füsi, ey, der sieht hier an wie ein Weltmeister, das ist ja sensationell. Der ist schon wieder alle? Wer? Mit dem Kalk? Das ist doch ein Witz, Alter. Ja. Das hat nicht mal gereicht? Nö, eine Bahn fehlt. Die rollen uns doch ab, ey, mal ganz ehrlich, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Junge, 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 wie willst du hier jemals zu Geld kommen? Das ist doch ein absolutes Unding. Na gut, dann fahren wir mal ganz schnell nochmal fix Kalk holen. Scheiß die Wand an, ey, das gibt's ja gar nicht. Genau, holen wir noch eine Runde Kalk und dann müsste das eigentlich passen. Wahnsinn, was das kostet, ey. Das musst du ja erstmal wieder reinholen. Hier. Das ist, ja. Ach, ich fahr nicht mehr. Naja, egal. Da passt immer die Einfahrt. So. Einmal aufladen, den können wir auch schon mal wieder ein bisschen wegfahren hier. Och, lässt er denn wieder so ein 2 Meter Stück da. Boah, jetzt lässt das hier vorne stehen. Da will mich doch verarschen. Na, guck dir das doch mal an hier. Mit seiner Spritze da, was macht denn dieser Trottel? Ich hab keine Ahnung. Tausend Liter sind hier nur noch drin, meine Güte, ey. Heim erzählen. So. Nochmal Kalk gegönnt. Gut. Ziehen wir die letzte Bahn noch, dann haben wir wenigstens den Traktor erstmal wieder frei, dass wir hier mit den Mäharbeiten anfangen können. Beziehungsweise dann das Grasfeld noch düngen erstmal fix. Theoretisch müsste da noch eine Düngestufe drauf. Oder es müsste... Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es ausgewachsen war. Ich weiß nicht, ob noch eine dünne Stufe geht. Wir werden es erfahren. Was denn? So. Gut. Wer wird denn hier blockiert schon wieder? Ich habe gerade den Helfer blockiert. So, komm, ich brauche noch die Olga hier. Was ist das? Das mit dem Sägewerk, das hätte sein können, dass dieser Fehler entstanden ist, weil wir eben Trigger gesägt haben. Ach so. Ich habe die Kommentare bekommen, dass das bei denen auch so wäre. Echt? Bei manchen Zuschauern, ja. Ja. Ist halt die Frage, ob es daran liegt, dass man im Trigger gesägt hat. Müsste man. So, ich dachte, du kommst hier auf die Straße. Ich will. Geh mal im Gülle neu holen. Ja, aber ganz oben, ne? Ja. Hast du nochmal aufgetankt vorher? Ja, deswegen hatte ich den blockiert. So, dann können wir den erstmal wieder eindingsen hier, erstmal wieder einmodden. Und können... Ja, der hat keine Fronthydraulik.
Von den anderen. Mit welchem bist du gerade losgezwirbelt? Mit dem Fendt hier. Mit dem Pflegebereifung und so drauf. Ah ja. Sigis Schleppershop. Wunderschöner Deutsch steht da, wunderschön. Wir haben 8, 16, warte mal, 8, 16, 20, 30, 49 Schweine haben wir aktuell. Ich glaube, wir haben schon 9 Schweine mehr, oder? Kann das sein? Ja. Oder? Doch, wo ich dann letztes Mal geguckt habe, hatten wir 44 irgendwas. Okay. Aber auch ein Mist. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Was stelle ich jetzt am dümmsten an? Nehmen wir doch den. Müssen wir den nehmen? Erstmal. Nützt nichts. Die eine Spritze haben wir hier. Wo ist denn unser, sagen wir, wo ist denn unser Mähwerk? Das steht hier hinten bestimmt. Da müsste auch mal zur Wartung hier, der Kollege. Wahrscheinlich nicht mehr die volle Leistung haben. Reparieren. Ja. Sehr gut. Problem ist, wird mir dann auch nicht geschwadert. Ach Mensch. Brauchen einen anderen Traktor. Ja, wir brauchen irgendwie mehr Power, ne? Naja, mehr Power nicht, aber das Problem ist gerade, dass die Sämaschine an dem dran hängt, den ich möchte. An dem hängt gerade die Sämaschine. Kann man ein Grasfeld kalken? Genau, das hatte ich gefragt, wurde mir in die Kommentare geschrieben, ja, geht. Das ist interessant, tatsächlich. Hab ich so noch nicht gewusst, dass man Grasfeld kalken kann? Also mir wurde in die Kommentare geschrieben, ja, geht. Ich hab's auch noch nicht gemacht, davon abgesehen. Genau. Die 803 waren jetzt für Dings? Ja, für Gülle. Besser vom Glauben ab, oder? Mal ganz ehrlich. 803 Euro für Scheiße. Weißt du Bescheid? Den wollte ich eigentlich. Kannst du da mal am Hof vorbeifahren, bitte? Da gibt's ein kleines Malheur. Ja. $40.000 für diesen scheiß Hühnerstall, ey, das nervt mich. $40.000 für diesen blöden Hühnerstall. Da ein Mist ist das doch. Ich habe mir heute voll meine Nike-Schuhe versaut, ne? Warum das denn? Weil hier alles nur Schlammlöcher sind im Puffi, ey. Entschuldigung, aber echt, ey. Die Straßen sehen aus wie, keine Ahnung, ey. Ja, ist halt immer der Nachteil, wenn dann der ganze Matsch halt dann trocknet, ne? Der ganze Schnee zum Matsch wird. Ja, das war aber kein Schneematsch, das war Matsch, richtiger... Matsch. Ja, Matsch, Erde. Bah. Erdmatsch. Ja. Weißt du, und ich habe morgen noch ein Seminar. Nee. Doch, muss ich die extra noch sauber machen. Nee. Im Erdmatsch? Ja. So, aber nicht so geil, oder? Nee, wo bist du denn hier?
Wow, der schlendert ein bisschen. Was macht denn das Mähwerk da bei den Schweinen? Also mal jetzt bitte an den Hof kommen hier. Ja? Danke. So. Morgen wieder auf Arbeit, ey. Weißt du, wie ist das näher? Nach der Elternzeit jetzt, ey, das ist echt nicht schön. Ich weiß auch nicht, was hier los ist heute. So lange können wir das nicht schön. Kannst du dann mit dem Gülle gleich mal das, was er noch freigelassen hat, noch machen? Ja. Gut. Aber wir sind erstmal ready. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!